Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Da sind wir wieder bei Green Hell beim Permatod Spielstand. Ja, und was will ich machen? Stimmt, ich habe mit Creepy Jar sprechen können, also nicht mit denen selber sprechen können oder sonst irgendwas, sondern mit deren Supporter habe ich schreiben können. Und er hatte mir gesagt gehabt, dass die an den Kollisionen arbeiten für die einzelnen Bauteile. Ich habe denen ja gesagt, man kann von dem einen Unterstand nicht in den anderen greifen und es somit das Aufheben recht umständlich macht zurzeit. Und da haben die gesagt, dass die gerade an den Kollisionen am Arbeiten sind. Also die sind neue am Machen. Soweit ich das gehört habe. Die sind nochmal dabei, die ganzen Bauteile zu überarbeiten. Und ich hoffe, das passiert zeitnah, dass man hier auch noch, dass wir davon auch noch was haben, ne? Jetzt einfach. Und ich habe denen auch gesagt, warum man die Sachen hier nicht einfach wegmachen kann. Also, fangen wir von da an. Wie hier die zum Beispiel, oder die Dinger hier, dass man die wegmachen kann. So. Und da hat man mich, haben die mich gefragt, warum. Warum soll man das wegmachen? Das sieht doch gut aus. Ja, aber wenn die im Weg stehen, dann stehen die im Weg. Da muss man die wegmachen. Und man kann alles wegräumen, normalerweise im wahren Leben. Oder ist bei euch zu Hause alles festgewachsen auf dem Boden, dass man das gar nicht mehr wegnehmen kann? Nee, ne? Das muss da ja alles wegmachbar sein. Guck mal, die Jeans, die kann man noch anziehen. Mann, die ist doch noch gut. Was soll denn das? Ja, du zum Beispiel könntest die Hose anziehen. Sieht immer scheiße aus mit eurem Ding da unten. Schwing dein Ding. Oh, hier hab ich ja noch Stäbchen. Stäbchen hier. Wo kommen die denn her? Wann habe ich die denn da verloren? Egal, komm ins Lager. Das ist jetzt mein Lager hier. Weil ich das ja sonst eh nicht mehr brauche. So, ich habe hier noch viermal Seder, das meine ich. Steht eigentlich genau vor, aber ihr könnt das nicht, das nicht nehmen. Hier, nix. Und das meine ich mit Kollision. Es gibt, Kollision ist zum Beispiel, wenn ihr hier, das ist eine Kollision. Und das da nicht. Weil hier kannst du durchschlagen. Dadurch kannst du, da kannst du gegenschlagen. Deswegen, die gibt es so im 3D-Modelbereich so eine Kollisionsboxen. Die werden normalerweise angepasst. Ein bisschen vielleicht davor, würde ich sagen. Weil ich habe früher mit Blender gearbeitet, daher weiß ich das. Und das heißt, die Kollisionsboxen halt, dass du dagegen schlagen kannst. Genauso hat die Axt hier eine Kollisionsbox. Die Flaschen hier nicht. Aber die Bäume, das Feuer, das hier hat auch keine Kollision. Das habe ich auch gefragt, warum das nicht wegkommen kann, weil das ist ja sinnlos. Und der Drüberlauf gehen tut er von alleine sehr umständlich und meistens eigentlich nicht sehr von alleine. Obwohl, ich laufe auch nicht durch die Weltgeschichte und bleib an jedem Teil hängen, was gerade mal 5 cm über dem Boden ist. Und lauft dann sozusagen gegen die Wand und also da müsst ihr auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ich will das nicht schlecht machen, das Spiel ist geil, das ist, sonst würde ich das nicht so lange spielen und auch nicht so oft. Und ja, also trotzdem müssen die aber noch an einiges arbeiten. Ja, das ist etwas, was eigentlich nicht passieren dürfte, wie mit den Kollisionszeugs hier zum Beispiel. Das darf nicht passieren hier. Dass ich hier erst hier rein muss, um da was zu nehmen. Darf nicht passieren. Ganz einfach. Ich weiß, manchmal bin ich da ein bisschen pingelig bei sowas, aber ich kann sowas meistens nicht verstehen, wenn das, wenn die schon Spiele entwickeln und das eigentlich auch bekannt ist, dann mache ich als Spieleentwickler sofort was dagegen und nicht und wartet mich einfach, bis irgendjemand mal was sagt und ne? Wer weiß, ob die da überhaupt wirklich dran arbeiten. Es gibt ja auch Firmen, die sagen dann ja,
Wir machen das schon. Und so, was ist? Die sind nicht dran beschäftigt. Gibt's haufenweise. Scheiße, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich vor lauter Quatsch schon nicht gesehen, dass das ausgegangen ist. Toll. Ja, ihr habt allerdings noch nicht geschrieben, mit dem, ob ich hier weiterbauen soll. Ich mache einfach dann mal. Ne? Ich guck mal, wie ich baue, und ich will ja hier noch einiges noch weiter erkunden. Ich möchte hier noch die ganzen anderen Gebiete hier, sag ich mal, erkunden, weil es gibt ja bestimmt noch Sachen, die ich noch nicht zu bauen kriege. Wie zum Beispiel den Waffenständer, den habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Glaube ich. Habe ich den freigeschaltet? Ich weiß das gerade nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war, wo drunter. Unter Fallen war der nicht. Na, Wasser sowieso nicht. Und da habe ich ja alles. Ja, da habe ich alles. Feuer ist der, meine ich auch nicht. Was ist denn das hier? Achso, das hier Räuchergestinks da. Habe ich alles? Hier ist auch alles. Ja. Auch. Ja, gute Frage, ne? Man müsste doch sehen können, wie viel, was einem noch fehlt. Das wäre auch nicht schlecht. So eine leicht, so kleine Übersicht. Aber so wie es aussieht, fehlt mir hier noch einiges. Naja. We will see. Ach, verdammt, ich Depp. Ich bin doch völlig versaut, ja. Ich glaube, da werde ich mich gleich mal eben waschen und dann nochmal so ein rotes Pilzlein futtern. Ich habe eine Stirn, links habe ich voll den fetten Pickel, die Sau, ey. So, das nächste Stück fertig. Ich glaube, so ein großes wie beim letzten Mal baue ich nicht. Ich glaube, ich baue wenn dann nur noch zwei Stück mehr dran und das war's schon. Aber ansonsten wird das wieder hier überhand nehmen. Mal schauen, vielleicht baue ich ja doch noch. Wer weiß. Da habe ich ja noch irgendwann mal Lust drauf. Hallo. Danke. Danke. Ich glaube, in den nächsten paar Folgen mache ich das mal, dass ich da hier ein bisschen rumlaufe. Oh, hab ich hier Leben genommen, anstatt es sauber zu machen. Na komm, mach ich ja direkt voll. Bevor es regnet. Aber ich glaube, es regnet erstmal nicht so schnell, nicht mehr. Mit dem Waschen ist auch eigentlich recht sinnfrei. Weil, wenn ich mich wasche, dann wasche ich mich durchgehend und nicht fünfmal hintereinander. Aber ich, ach verdammt, das ist ja immer noch dreckig. Okay, wasche ich mich nochmal. Oh verdammt, das ist ja immer noch dreckig. Ich wasche mich dann nochmal. Nee, eigentlich nicht so. Ich wollte noch hier so ein rotes Schirmchen essen. Aber hier nehme ich eins. Was ist da? Oh, hier waren sogar mehrere. Kaffee immer so Bäuerchen bekommen. Meine. Das war ein Versehen. Ach guck mal, da sind auch diese Schirmchen Pilze. Keine Bananen, Mensch. Wir haben nie Bananen hier. Ach, wir haben noch Bananen hier. Die ich auch brauchen kann. Was zu den Durst.
Leer, 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 sauber. Ansonsten nehme ich, kann ich hier noch so wie es. Dann machen wir direkt mal wieder voll. Ich mache das Eisending hier jetzt auch nicht noch mal an. Aber wenn ich jetzt eh noch mal pennen gehe, lohnt sich das ja nicht. Das ist auch bald fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Haier machen, ne? Also ich habe denen auch gesagt, gefragt, warum die hier rumliegen und man die einfach nicht benutzen kann, wenn man da wenigstens Sachen wieder reinstellen kann. Wisst ihr, sowas wie, wie so eine Truhe, die wir bauen. Dann wäre das doch mal was. Weil die einfach hier so doof rumstehen lassen, die dann nicht kaputt gehen. Weil wenn ich das jetzt wegmache hier, dann steht der hier an nichts dran, sozusagen, angelehnt. Und das sieht ja scheiß aus. Also entweder, wenn das leer ist, weg. Dass das despawnt, wenn das weg, wenn ich da alles rausgenommen habe. Oder man kann es weiterhin benutzen selber. Aber so ist das scheiße. Genauso wie die Hose. Hosen zum Weiterbenutzen, zum Neubenutzen, zum Weglegen, fertig, aus. Oder zum Kaputtmachen halt. Aber so halbe Sachen sind immer scheiße, finde ich. Also die können das ja so machen, dass man das im Singleplayer wegmachen kann und im Story-Modus nicht. Ist ja ganz völlig okay. Ich später was. Hallo. 1.15 Uhr. Ich glaube, ich brauche eine neue Maus. Die mittlere Maustaste, das Mausrädchen, das geht mir voll auf den Zeiger. Das funktioniert nicht. Wieso war eigentlich 1 Uhr? Ich bin nur am Motzen hier heute. Mann, was soll denn das? So, schlaf nochmal. Ab ins Bett. Kannst du ja nicht um 1 Uhr schon wach sein hier. So, 8 Uhr. Morgen schlummert Gold im Mund. So, wer hat mich jetzt angegrapscht hier? Ah, du wieder. Du wieder. Fett. Alter, die Nase. So, direkt mal alles reinpfeifen. Hat gewirkt. Super. Bananen. Jawohl, sind da. Perfekt. Super, super. Bisschen Wasser und ein bisschen Fleisch. Fleisch haben wir noch. Alles no problemo. So, du kommst jetzt hier wieder rein. Bäm. Und ihr. Oh. Oh, diese Sachen sind so nervig. Weil man den scheiß kleinen Knopf nicht unbedingt trifft. Achso. Ist schon voll. Dann, verdammt. Hallo? Come on! Ich hör die mal so an, als wenn ich irgendwas drauf habe. Irgendeine, wie heißt das? Raupe oder sowas, ey. Ja, alles cool, haben wir jetzt auch erstmal wieder. Also ich brauche Truhen auch. Achso, die wollte ich ja noch fertig machen hier. Ach, da ist schon Lagerfeuerasche drin. Aber ihr seht, wir sind im Trocken. Dings hier, Trockenzeit.
Ich muss doch sagen, es gibt viel zu viele Möglichkeiten, mit den Lebensziegeln hier zu bauen. Ich könnte zum Beispiel einfügen, dass man hier einen Brunnen bauen kann. Gibt's ja auch. Du kannst ja auch einen eigenen Brunnen bauen. Das ist ja alles nicht so das große Problem. Natürlich viel Arbeit, aber schlimm ist es jetzt nicht. Ich habe bei mir auf dem Kanal, also über meinen Kanal habe ich jemanden abonniert, der macht Survival. Der hat so ein kleines Stück Land im Amazonas und wohnt auch wohl da. Ich weiß nicht, ob das ein Pole ist oder sowas oder ein Russe oder sowas. Keine Ahnung, Kasache, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wohnt er da in der Nähe und macht dann immer mal eine Woche da Urlaub sozusagen und lebt da ohne irgendwelche Hilfsmittel. Lebt einfach nur von dem, was er da findet. Und baut sich auch alles selber aus Lehm, aus... Macht selber Ziegelsteine da sogar und sowas alles. Also sowas hier zum Beispiel hat er da auch. Oder hier das. Selbst auch gebaut da. Das hier. Macht er sich alles so alleine. Und ich habe doch schon ein paar Mal reingeguckt. Das sieht echt gut aus, was er da macht. Man lernt auch viel. Ist klar, ne? Für eine Wand muss ich das noch so machen. Ja. Einmal Mische, der Betonmischer, der Betonmischer. Und schwupps, da sind die Würstchen da. Und wenn ich die Rüstung fertig habe, zack, wird ja auch nicht mehr allzu lange dauern, werde ich erstmal losmarschieren. Was ist das? Hört sich komisch an. Hallo? Halt, lass mich in Ruhe. Ich da wegpacken. Die brauche ich nicht. Die schmeiße ich mal hier in die Ecke. Meine Müllecke sozusagen. Noch ein paar brauchen wir ja eh noch für die eine Wand hier, für die zwei. Aber ich muss ja irgendwo noch welche hingelegt haben, ne? Weil das nicht hier drin, ja. Ja. So, wenn ihr euch wundert, dass ich mich anders anhöre, das liegt daran, dass ich meine das Mikrofon woanders hingehangen habe. Und deswegen, ne, hört ihr mich halt nicht entweder leiser oder anders.
Aber ich wollte das mal so ausprobieren, weil ich immer sonst so nah davor hänge und dann nichts mehr von dem sehe, was ich eigentlich am Machen bin. Und deswegen habe ich das jetzt weiter weg und kann auch alles wieder günstig sehen. So, der kommt auch mal hier hin. Noch eines, noch ein paar. Nee. Ich glaube, ich muss noch eins, ein Buschi wegtun. Was sind sie dann? Die letzten fünf dürften das sein für die Einwand. Dann mache ich da nämlich auch noch diese Modder-Fledder-Dinges da dran. Fenster rein, damit das wenigstens aussieht, dass wenn man sich da hinlegen könnte. Ich sag mal, das ist immer mal ein Gast von mir, ne? Ich finde das so besser, wenn ich das dann doch zumache, weil sieht immer so scheiße aus, wenn es so halbfertig ist und man hier alles sieht. Ne? Sieht so unordentlich aus da drin. Bin mal gespannt, wann so eine neue Kollision kommt. Gleich mit dem Multiplayer, der ja noch kommen soll. Finde ich gar nicht mehr so schlecht, dass ein Multiplayer kommt. Eigentlich recht interessant. So, nochmal vorher waschen. Oh Gott. Das reicht, eigentlich werde ich ja eh wieder. Das letzte Stück Asche. Naja, plus drei, da sind ja noch drei drinne. Hallo, hallo, geh mal hin. Hallo. Achso, ich brauche nur Wasser. Wasser, Wasser. Mal die Vorderwand fertig hier, das war gut.
glaube, da müsst ihr die nächsten paar Folgen durch, dass ich hier das mache. So, das ist das Falsche. Ich hätte das hier Maximum und ja, komm, ich nehme direkt auch mit raus. Kann ich das direkt auch neu machen nachher? Das braucht ja auch so seine Zeit. Hallo? Das meinte ich auch damit. Man kommt einfach nicht dran. So. Die Bäume müssten die auch noch respawn machen. Ach, geht ja nicht. Ich bin ja dreckig. Komm, wisst ihr was? Hat er überhaupt Hunger? Ah, geht noch. Alles gut. Neue Axt brauchen wir auch bald, so wie es aussieht. Mann, bei den Geräuschen hier denkt man echt, das sind die Eingeborenen. Aua, aua! So, wem will ich noch hier? Das sind alles die Dünnen nur. Habe ich die auch noch hier drin? Mhm. So, mehr nicht, oder was? Nö. Dann mache ich den Tabakding hier noch. Und man könnte ja mal alles so hinstellen, dass das auch ein bisschen besser zusammenpasst, ne? Ja, genau. So zum Beispiel nicht. So, dann nehme ich den. Nee, ist das auch noch einer, oder? Ja. Schön aus der Luft fangen, ne? Kennt man ja, mache ich auch immer gerne. Oh, ja. Und den anderen Stamm hole ich bis später. Sammeln, sammeln, sammeln!
Drei Feuerscheite sind da jetzt drin gewesen. Ist ja ein bisschen viel, ne? Was macht der Stein da drauf? Geh weg! Achso, ich sollte auch erstmal eine Asche da rein tun, ne? Oh. So, dann würde ich hier mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Dann zünde ich mal wieder das Ding hier an. Das hier. Und dann sehen wir uns morgen. Morgen, morgen. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.